Hi, meine liebe Freunde der Sonne. Ich bin GamerCouts mit Grüßes ganz herzlich an einer neuen Episode von Let's Play Super Mario Brothers. Nein! Nein, Super Mario Party und ich drücke jetzt A. Er drückt A. Und dann Tokels. So ein krasser Boy. Sag mal, das machen wir nur. Ein blöder Mist Turbopilz. So kommt, sieht's jetzt aus. Jetzt kommt Mario diese Soßkanone. Ah, Soßkanone. Wer kennt ihn nicht? Und. Wow, 5 Felder. I'm so surprised. Oh, 7 Felder. Oh shit, Junge. Jetzt geht's ab. Das. Der schubst meine Leute weg. Joa. Runder als die Wand erlaubt. Ja. Ah, so was. Guck mal, Junge, ich werde jetzt einfach so viermal im Kreis über ihre Köpfe hüpfen, dann den Stern zweimal zu gönnen. Oh, jawohl. Oh nein. Munitionsmatte. Das war so alle abgekackt. Mach weiter. Letzten zwei, dreimal. Diesmal nicht, Junge, diesmal nicht. Diesmal schaffen wir es. Können wir das schaffen? Nein. Wir schaffen das. Was? Okay. Bisschen motivierend, die schaffen es. Welche Zahl ist rot? 6 ist rot, ne? Oh! Wow! Bum 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 bum. Okay, komm jetzt an. Jetzt sei Junge. Wow! Oh, das geht sogar. Nein! Doch. Beide Zahlen müssen ungefähr hoch sein. Also 4x4 wäre besser als 2x6. Ja, 6x6 kommen jetzt alle sehr kraspeln. Komm, die packen es. Easy! Wo wir davon reden, haben wir es fast, Junge. Usch. Ja, aber dir fehlt ja auch nicht mehr viel, ne? Duschka. Ja, doch. So, Junge. Ich verwerte dazu einmal eins oder so. Der hat mich gerade gefraut. Ohne Gnade, Junge, ohne Gnade. Also noch, ich würde das Rest an Münzen bekommen. Hat mich 30 Münzen. Hab ja gerade so, wie so Affen. Nochmal, 1, 2, 3, Ach, das ist heiß, ey. Ich bin so durst. Wir sind so durst. Wir sind so durst. In der letzten Runde, wo noch irgendwie 8 Dinger stehen, 6x6. Uff. Spass, nennt's jetzt. Combo Move. Ja. Ja, 50, 56. So, was machen wir jetzt? Würfeln. Da kommt er mit den Sozialpredigen. Ich würfel mit dem rosa Pilzwürfel. Item! Hab ich ein bisschen besser. Nein! Ah doch, Pilz, gut. Aber wir sind ein bisschen besser als das letzte Mal. Halleluja! Theoretisch können wir dir teleportieren, aber. Nein, das machen wir erst später. Das ist ultimative Safe Play, Junge. 4, 8. Ja! 8. Passt Bonus erstmal von 5. Ja. Wir haben dasselbe Problem wie davor. Guck mal, wie viel ich hab. Ja, nein. Digga, ich komm mir aber wieder nicht durch, ne? Oder? Guck mal, Junge, das, was ich hier betreibe, nennt man Mobbing. Dann betreib es nicht. Halt unmöglich auf dem Sternfeld. Nur so zur Info. Oh nein, du Lappen. Guck mal, Junge, aber ich werde sie ärgern. Ich werde sie einfach so ärgern, dass sie sich keinen Stern kaufen können. Guck, Junge, das ist das ultimative. Nee, ist es nicht. Das ist es. Guck, Junge, ich nehme ihnen alle Münzen ab, die sie haben. Alle. Gönn dir das. Es geht, soweit es geht, in die Nähe, in den Fall. Ja. Warte, auch nein, ich bin ja dumm, Digga. Hier geht's. Ich dachte vorhin, dass ich dort wieder Block ist auf der Ebene. Ach, Junge, du bist ein Stück. Sieht aus, ob du auf der Ebene mehr. Ja. Was ist hier? Ach, Junge. Ah, da kann ich direkt jetzt da. Jetzt drück. Nee. Wirst du wohl. Ja. Da krabbe ich mir noch ein paar geile Items. Guck mal, Junge, ich werde jetzt alle Münzen klauen, weil ich so geil bin. Weiß nicht, wie viel er will. Wie viel Zahl mal? 4. Ja, Bestessung. Nehmen wir mal 5, wir sind Zahl. Der gibt uns nichts dafür. Ja und? Ja, warum sollten wir? Münzen klauen, fallen, damit holen wir den wieder rein. Passt das so bunt? Gönn dir, Junge. Oh, Digga, wir klauen alle Münzen, wir sind beide.
Oh, ich hatte am Ende noch so einen Super Charger. Oh, jetzt haben wir gar keine Münzen mehr. Oh mein Gott. Junge. Oh mein Gott. Easy, easy, Junge, easy. Haben dann alle Münzen damit geklappt. Ja, 11 Münzen abgezogen, Junge. Shit, das werden die jetzt auch machen. Wer weiß. Aber vielleicht haben die ja nicht so viele Felder. Bitte nicht. Ach, du holst. 10 und 9, Junge. Ja, aber nein, Alter, die holen uns aber Stern, ne? Die holen uns Stern. Au. Ja, 10 und 9. Ja, aber knapp daneben. Uff, nee, wir konnten beide keinen Stern holen, oder? Sie sind aggressiv. Oh, die machen jetzt auch, ne? Au. Au. Wow. Da oh, kommen wir ja, wieder ja, was geil an hier. Jetzt gibt's. Oh, Vibrations, wenn ich spiel. Auf damit. Wie. Damit. Okay, was haben die für Münzen? Ja! Ah, da will jemand Geld! Was? Wir haben kein was? Geld. Digga, das gewinnen wir jetzt, okay? Oh, fuck. Was, wenn ihr am stärksten ist? Ich bohrt keine, ne? Und mach am Ende. Fuck, ich hab das Bild gedrückt, glaube ich, oder? Nee, du hast gut gedrückt. Haben wir. Als ob! Das haben die aber ganz hart gerest an uns, ne? Dafür gibt's, Junge, die sind immer noch in diesem Shit. Münzenklaufalle erstmal draufhacken, Junge. Ich werd über ihre Köpfe stampfen, Junge. Ich werde sie, werd sie in den Boden drücken. Gut so. Als ob! Wie kann so ein Spiel gemacht werden, wenn der andere nicht mal genug Münzen setzen kann? Das ist wohl das unfairste Spiel, was es geben kann. Das ist wie, der eine hat nichts zu verlieren, WTF. Fang mal an. Geht's unfairer? Nö. Bullshit. Du hast bei offensichtlich Spider. Wir haben beide verloren, aber... Ich weiß. Hier. Hallo? Hä? Ja. Bist du dumm, ne? Hier. Du musst eins nach drinken gehen. Sag ich ja. Was tust du? Hä? Bist du dumm? Hey Junge, was ist denn mit dir los? Ich bin so gegangen, aber der wollte nicht. Hier. Ernsthaft? Hey, was ist los mit dir? Hä? Ja, was ist los mit dir? Hä? Ich bin doch Bowser, verstehst du nicht? Hier. Nein. Was nein? Es geht doch. Hä? Das wäre doch gewesen. Was war denn jetzt die ganze Zeit los mit dir? Das wäre doch gewesen. Ende? Ja, das letzte jetzt, aber was war die ganze Zeit los mit dir, Junge? Keine Ahnung. Was bist du denn für einer? Hä? Ja, keine das Ahnung. Ist eine gute Frage, hä? Willst du nur ein einziges Ding auswählen? Ich hab mir das gerade gönnst du dir auch erstmal richtig, Junge. Was ist denn mit dir los, Junge? Das müssen wir da nochmal zu in der Aufnahme, Alter. Eieiei. Inkompetentes Stück. Aber den letzten hast du gehapert. Ja, den letzten hab ich gehapert. Oh nein! Ey, David. Was? Geh mal zurück. Benutzt auch mal ein Item. Münzklaufalle. Okay. Pack rein. Wir holen uns Münzen wieder. Ahahaha. Du hast nur drei. Am Arsch. Affen. Immerhin etwas. Die haben sich alle unsere Münzen geklaut. Natürlich haben wir das. Was geht denn hier? Ich wäre nicht so, als ob wir davor auch Münzen geklaut hätten, nicht immer nur gerest haben. Junge, es geht nicht ein, das sehe ich gar nicht ein. Ich lade über ihre Köpfe, bis sie tot sind. Aber du bist im Stern. Du brauchst du ungerade Zahl. Du brauchst du ungerade Zahl. Ich werde auf ihren Gräbern tanzen. Komm, mach uns was Ungerades. Du brauchst was Ungerades. Yeah. 1. Hallo? Hä, was ist denn mit Barrio los? Bekommt man Schlüssel auch, wenn man nur drüber geht? Ich glaub schon, ne? Ach, ich geh einfach mal da hin. Ich lade über Peach Kopf, bis ihr schon. Kommt sie nicht zum Stern? Weiß nicht, ich komme nicht zum Stern. Gut, aber wir haben das schon mal. Die muss man später auch noch offen, dafür müssen wir genügend Zeit haben. Nächste Runde nochmal. Aber du bist auch zum Stern.
Sollen wir was Stitzlustiges machen? Die sind so dumm, Junge. Ich bin so aggressiv auf die. Man merkt es entlei. Joa, ging aber. Oh shit, Mario kommt drauf. Macht's aber nicht. Mario. Er macht's einfach. Oh doch. Beide? Oh nein. Die machen's beide. Oh nein, die macht's beide. Oh Junge. Das ist belastend. Nur weil sie dieses Spiel gewonnen haben. Lächerlich. Ja, wir haben aber auch hier normal genommen. Weil wir in der Tat keine Kinder sind. Jo. Ey. Was du das jetzt eh aus ist, aber sonst. Gamer Coach schlägt auf den Tisch Face. Das Game fällt um. Ich muss jetzt wieder was zeigen, was ich gestern gefunden habe. Das ist richtig krank. Das muss ich jetzt auf. Ich muss dir das zeigen später, noch bevor du gehst. Nee. Gut, jetzt hör auf, jetzt. Nur. Als ob die jetzt noch. Ach. Ja. Da ist Homer nix der Falle. Digga, ich werde die Rosalina. Ich werde in der Tiefgarage auf Rosalina warten. Mann. Meine Mütze dann aber auch immer. Scheiß, Junge. Ich warp mich zu dir, dann sammeln wir beide Sterne ein. Komm, ich hoffe, die halt bei mir irgendwo. Wird sie. Was? Wird sie? Joa! Aber das heißt, ich hab's halt. Nee, ich hab's gar nicht. Ich hab eine Pflege am Nacken! Ja, ist gut. Ist gut, ja, ist gut! Also, ich schlage jetzt alles! Gesicht per Greifarm. Dieses Spiel gewinnen wir immer. Das ist lustig. So, nun Zeit zu gewinnen. Komm, wir schaffen 100%. Dieses Spiel kann man nicht verlieren, außer gegen sehr stark vielleicht. Oh, ich mich oben. Machst du bereit? Dumm. Nein, schau mal. Machst du bereit? So. Ich bin oben, ne? Siehst. Ja. Das erste Mal seit Jahren. Ach so. Oh Gott! Was willst du von mir? So. Nein. Ja, okay, noch ein bisschen hoch. Ja. Ein bisschen zu weit oben fast. So. So. Hoch! So. Ja. Meine Aura sagt so. Ja. Ja, nicht so geil wie der erste. Doch, zwei, so. Junge, das war. Noch ein bisschen runter. Noch eins. Das ist zu weit unten. Nö. Was haben die, Alter? Nie gemacht. Oh Junge, haben wir noch höher. Komm. Oh, genauso. Es gibt's immer nur das oder was? Das ist das Höchste, was geht oder was? Was ging jetzt auch? Klasse, Team Bowser. Wupp. Aber Mario. Deine Mutter ist doch dran ist. Das ist so ein Insider bei uns. Egal was man sagt, kommt irgendwann das Kind und sagt, deine Mutter ist quadratisch. Ist es bei uns auch so? Also wirklich, das ist schlimm. Wenn ich irgendwas sag, dann er, deine Freitag, Mutter ist quadratisch. Das ist ein Freitag. Was? Ja, dann hat uns der eine mit voll gequatscht, dass irgendwie beim Auto dann Geschwindigkeit im Quadrat ist. Nicht Geschwindigkeit im Quadrat, sondern Schadstoffausstoß im Quadrat. Ah ja. Wir sind Zweiter. Hey Junge, wir kriegen was geschenkt. Das natürlich schon Team Bowser. Und Team Bowser wird die Partie gewinnen. Hey Junge, weil wir Zweiter sind. Ja, ist so. Geil. Oh, was bekommen wir? Goldröhre, hast du nicht gelesen. Ui, die nutzen wir aber aus jetzt hier bald. Hast du... Was? Du hast unseren Warp-Ding dafür verschenkt. Nein. Doch. Ich hab Gott überhaupt nicht aufgehört. Oh nein! Kannst du aufhören, so inkompetent zu sein? Ich hab nur A gedrückt. Sehe ich. Drückst du jetzt weiter A? Aber, sonst hätten wir nicht. Tust du jetzt weiter A drücken, ne? Was hat für Schadenschecks passend? Okay, den Gold hier. Schlag dich, Junge! Gold aufs Maul! Ah!
als Endkommentator. Weißt du, Junge, es wäre so gut gewesen. Einer mit der Goldröhre hin, der andere portet hinterher. Und dann ist da David. Ein inkompetentes Stück Scheiße. Das hast du richtig gehört, Junge. Dein Mutter Gott gratis. Mit dem arbeite ich hier. Mit sowas. Ja, mit sowas arbeitest du. Ich hoffe, du stirbst bei einem riesen Pechfeld, Junge. Nein. Qualvoll alleine. Nimm Bugo mit. Wenn du irgendwie wieder Ehre haben willst. Ich hab mehr Ehre als du. Nein, hast du leider nicht. Dass er mir erst mal Null gewaffelt hat mit Würfel. Ah, der ist so, jetzt gehen wir aufs Risiko. Letzte drei Runden, ich gehe auf Risiko. Aber Mario. Er kam Peach so. Mario. Und dann kam sie mit dem Scheigei-Würfel. So, komm, Bowser, pack eine Szene aus. Bam! Bam! Oh, Junge. Ich war dasselbe mit dir. Immer wenn es drauf ankommt. Wir hatten zu viel reißen können. Ich hab 16. Stirb allein und einsam. Wie kommt man das wieder hier rüber? Achso, soll ich Boo mitnehmen? Ja, natürlich sollst du Boo mitnehmen. Deine Mutter soll er. Soll ich auch. Es kann auch hier runtergehen. Soll ich hier runtergehen? Aber Mario. Nee, das nutzt mir erst das wenig. Ja, komm runter. Warte, wo brauchst du denn den Schlüssel? Wo ist denn das? Probe noch. Der Schlüssel ist da links. Beim Kermek, oder? Nein, beim Tor. Siehst du? Und wo da? Da links, bei dem Tor. Da ist ein Tor links. Ja, dann geh ich mal Richtung Tor, ne? Dann geh mal Richtung Tor, Junge. Uff, tust du auf dem Alpenfeld landen. Ja, gönn dir. Geh mal Richtung Tor. Gangnam Style! Wop, 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 wop. Wop an Gangnam Style. Ja, der ist so mäßig. David benutzt beim nächsten Mal die Goldröhre. Jo. Ja, Goldröhre. Nächste Runde, du Goldröhre. Da bist du auch ein bisschen in der Nähe des Tors. Dann wird gerumbelt. Nee, Schock. Willkommen hier. Was bist du denn für einer? Da gibt's tolles Zeug. Ganz toll. Sieht ausverkauft. Alter. Hätte ich ausverkauft. Hab ich jetzt. Props. Das ist dual. Ja, setz los. Halt sie mal so an. Das hat gefällt. Ja, nix, nun. Ey, nimm diesen Coupon als kleinen Bonus. Dann ärgere ich jetzt auch ver. Gewährt eine Runde Kapsel am Kapselnautomat. Was jetzt? Das wendest du, wenn du am Kapselautomaten bist und da komme ich eh nicht mehr hin. Coupon weg. Das war das dran, Mario. Aber Mario. Ich war so voll mit Pilzen zugedröhnt, Junge. Ja, er ist auf Pilzen. Ja, er ist richtig auf Pilzen, der Mario. Hoffentlich 2 Münzen minus jetzt, das Stück. Hä, warum können beide bei ihnen ein Item einsetzen? Könnten wir auch. Nein, können wir nicht. Natürlich, du kannst eins nehmen und das auch. Nein. Doch. Haben wir doch vorhin ausprobiert. Natürlich geht das. Beide kann Items nehmen. Ruf echt. LOL! Alles Klöle hier am Arsch! Alles richtig Klöle! Junge, du kannst als Soßenglas im Stern gehen, ne? Sie beide über mich drüber latschen! Jetzt hör auf, hier dran rumzufummeln, mach mal ernst! Junge, nimm die Goldröhre! Guck mal, wie sie beide über mich drüber laufen. Kleine pesky Scheißkinder. Nein, Yoshi! Wir brauchen Yoshi! Du? Ja? Du rennst zum Yoshi hin! Hopsalala! Oh. Ergiebige Ernte. Was sind die Nüssen? Nee. Was sind das? Hä? Ach ja, wir mussten Früchte einsammeln, aber sonst hatten nix hier. Ja, sagte ich und verlor. Fang mal direkt an. Sagte er und verkackte dabei. Bowser füllt halt eh die Hälfte der Plattform am Volumen. Ja, es ist unmöglich auszuweisen. Also du musst Wario nichts überlassen und ich muss gucken, dass ich alles krieg, was Rosalina vergisst. So sieht's aus. Let's go. Ich meine, das ist alles dem, was ich krieg. Lass Bowser nichts übrig. Du meinst Wario. Ja, meine ich. Sorry. Doch, ich lasse ihm die Scheiße übrig. Die Scheiße der Gesellschaft. Also du. Nein!
Ja, genau! Das Ding kam direkt, nachdem ich da aufgestanden bin. Digga, ist doch Betrug! Junge, was würdest du nämlich machen, Alter? Junge, das ist Betrug! Das Ding kam direkt, nachdem ich da aufgestanden bin, kam der nächste Scheiß auf und runter. Was würdest du nämlich machen, Junge? Ich hab 100. Ich hab so viel geschafft. Ich hab halt mehr Punkte als du, lel. Hey, Junge, wir haben gleichzeitig den gleichen Punktekorb gesammelt. Bist du dumm? Ich hab mehr gesammelt als du. Nein, hast du nicht. Doch. Aber du wirst es nachgucken auf dem Video. Ich hab mehr gesammelt als du. Jetzt gucken wir es nach. Nein, ich kann mal nicht so spulen. Das kann man nicht so rückspulen. Doch. Nein. Gucken wir jetzt nach. Deine Mutter guckt nach, weil sie was Drahtes ist. Schreibt in die Kommentare, hat David mehr eingesammelt? Zu viel, du aus der Germach Kosmund, ich gucke, du hast so eh kann nehmen. Zähl nach, wer mehr Frucht angesammelt hat. Du musst wissen, ja, zum Mario Kart gezählt, wie viele Esslerbomben kamen und das waren viele in der Runde. Joa. Items. Yes. Goldröhre. Aber dann komme ich nicht mehr in die Nähe von dem. Doch, du bist voll in der Nähe. Nein, von dem Dings da oben. Du dumm? Du musst zum Tor. Das ist da. Ach, stimmt. Du hast ja Rest. So, jetzt würfeln wir. Schieb deinen Arsch auf dieses Feld. Nimm mal den Zernerwürfel. Hast du irgendeinen anderen Würfel noch? Den. Normal, oder? Weil da hat man definitiv irgendwas, was man geht. Ich darf halt nur nicht auf was Grades kommen, sonst habe ich ein kleines Problem in meinem Hut. Schon mal hier rum. Just, danke für den Dumpf. Würfeln. Komm, Shy Guy Würfel. Go. You don't disappoint ich hab me eins. Today. You don't disappoint me today, sir. Nix gratis, bitte. Oh, na, gut, wunderbar. Damn, bitte, I am. Nein. Geh einfach mit einem Pfeil aufs Sternfeld. Ja. Guck, Route für dich berechnet. Gut. Und du hast Jossi, wunderbar. Excellent. Excellent gemacht. Bumst. Nein? Doch, genau das. I, nein. Nee. Genau das. Yeah. Hätte ich nicht mal eine Wrappröhre von werden von vorn weggeschmissen, hätten wir uns 4 Sterne holen können. Ach. Das ist doch, was du nicht sagst, David. Nein, hätten wir uns nicht mal vom Geld. Doch, hätten wir. Nee, hätten wir nicht, weil wir haben keine 80 mehr. Doch, unser Geld reicht, Junge. Unser Geld reicht sowas von. Ja, aber so wird Maps ist doch spannend bis zum Ende, ist doch toll. Du willst nur dem Schlag ins Gesicht ausweichen. Nein, ich will deine quadratischen Mutter ausweichen. Was jetzt? So. Yoshi! Was sagt der zu mir? Sammeln wir Sterne. Ja, der ist voll sterngeil, Junge. Der Boy. Kleines Miststück. Bis halt 7. Nein. Doch. Okay. Ich glaube, eine letzte Runde haben wir da noch, ne? Da komm, Junge, ich komm zum Stern. Ich, Pingu. Pingu, Junge. Nip. Ja, du kommst zum Stern. Ja, ich komm zum Stern. Doch, natürlich. Nee, ich muss über das Ereignisfeld. Hallo? Good day, sir. Hä? Du gehst, Junge. Karte. Erstmal die Karte. David, du bist in einem Kartell aufgewachsen. Karte. Oh, 7. Uff. Haben die überhaupt genug Klöten, um da durchzugehen? Doch unter dem Ding durch? Wollen die gar nicht. Ist nicht dumm. Achso, die wollen da hoch. Hä? Weil da Stern ist. Ja. Aber die haben halt dann nur noch eine Runde dafür. Wir müssen ihnen die Münzen abnehmen. Oh, da mussten das 3 nur hoch 7. Immer 3. Ja, aber das ist da halt schon sehr schwer. Das hat die fette Schuldkröte mit Hörnern. David, wir müssen ihnen irgendwie noch Münzen wegklauen. Oh, ja, genau. Wetten, die, also. wetten, das geht hier. Gut. Junge. Sonst wäre das halt real. Okay, das wird nichts mehr mit den Münzen gewesen. Wegnehmen. Wenn die 2 Sterne wollen, nächste Runde können sie theoretisch welche kriegen, David. Ja, nee, we have to stop them. Da müssen die erstmal hinkommen. Eifelbombenstimmung. Na, das ist auch geil. Munitionswarte. Wir kommen mal hin. Du musst einfach nur Glück haben und das haben wir jetzt. Ich spüre das jetzt in meiner Aura, wir haben Glück hier. In deiner Aura.
Meine Aura Spörer ist Junge, wir machen das einfach so. Warte mal. Komm, 6, 6, 6. Man kann es einfach so machen. Aber wir rasieren. Hört ihr das? Uff. David? 7 mal 7. David, das geht ganz einfach. Rot, 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 rot. Oh mein Gott, wir haben rasiert. Oh mein Gott, da wurde wegrasiert. Sheesh! Schum, bum, buh. Ende, The Escape ist 2. Jan, please. Yay! Yay! Sieg! Das kann man, Junge, das Spiel kann man immer so gewinnen. Hallo, David. Fertig? Das Spiel kann man immer so gewinnen. Das ist immer den Abstand der Rot. Ich glaube nicht. Rot, rot, rot. Rot ist der Flieger. Rot ist der Flieger. Welcher Flieger? Keine Ahnung. Deine Mutter. Ja, das rote Gummiboot. Kannst du nicht? Es ist ein knallrotes Gummiboot. Mit dem Gummiboot fahren wir nach Haus. Kannst du nicht dieses komische Lied? Nein. Ist nicht? Meinst du? Ist so ein Abriss-Party-Hit. Hast du Items? Ja, ich gehe jetzt zu der Item-Box, ne? Mama, was für Items hast du? Ja, ich wähle das hier aus. Oh ne, das geht, wenn wir an der Tür sind. Ja. Gut. Dann gehe ich jetzt zur Tür. Eigentlich, Junge? An Stern. Und ich hummel dir in der letzten Runde. Und du hast raus, dass du irgendwie nach oben kommst und Bowser Junior und die anderen Kollegen hinderst. Yes. Weshalb wir jetzt eine hohe Zahl würfeln werden. Ja, läuft. 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 Ich könnte genau dahin, wo ich gerade bin. Hallo David, du musst zum Tor. Nimm die ganzen Münzen mit. Ich hab. Oh. So geht's, ne? Wenn der Junge. Oh nein, ich glaube, Tom muss mir auch noch weitergehen, oder? Ja. Was, ja? Du brauchst ja nicht mit dem Tor gehen, Junge, wozu? Geh doch lieber hoch. Nee, gut, das ist eh die letzte Runde. Wie wär's, wenn ich den fucking Hammerbruder mitnehme? Das ist doch eh die letzte Runde. Der da unten im Eck gammelt. Er sagte einfach. Yes! Ist eh die last round, ne? The last round for the day. Ah, Junge, der Hammerbruder. Ah, Junge, guck mal, du machst das Tor auf. Du hast Ereignis damit. Aber ich glaube, der ist nicht direkt ein Stern in der Nähe, oder? Was denn jetzt? Was bringt denn das? Hä? Joa, ich dachte, es würde ein Stern geben, aber ja, nein, aber man hätte weitergehen müssen. Digga, Betrug. Hammerbrüder verbündet. Yes! Oh, Item. Meister Items. Oh, Lelodia. Aber die können doch noch hin, oder? So, nein, Jonas. Doch, die können doch noch hinkommen. Da haben wir aber sie haben keine Items hin. Mehr. Also wir müssen einfach Glück haben. Und hochwurfeln. Ha, easy. Ja, freu dich nicht so früh. Mario kommt damit 8 nicht hin. Was hast du gerade gesagt? Hä? Als ob. Ich glaube, wir könnten es verloren haben. Als ob es mit einem gewonnen hat. Junge, nee, Endstern noch. Wir haben mehr Verbündete. Ja, aber. Ja, bitte. Nur wegen dir! Nur wegen dir! Das ist doch nur ein lächerlicher Betrug! Nur wegen dir, Junge. Lässerlich. Nur wegen dir, Junge. Wir hätten jetzt mit 5 Sternen rumstehen können. Dieser Bumsi ist so lässerlich. So ein Bumsi, Junge. Aber es kommt noch die Endphase. Ah, Team Wario hat das Blatt gewendet. Deine Mutter hat's gewendet. Die Bonussterne und wir sind am meisten rumgelatscht. Ja, mal schauen, was das für Bonis gibt. Sind ihr Untersiedlis? Wir sind überall am besten. Wir haben am meisten Münzen. Wir. Oh. Die haben verloren. Wieso? Hallo? Was? Siehst du oben, wie viele da stehen? Siehst du unten, wie viele da stehen? Lass mich mal machen. Muss nutzen. Ich bin bei uns einer gestorben. Ach, ich weiß, dieses Ver ist. Hab's das B das A gedrückt. Komm, jetzt geht's los. Easy. Also einfach A drücken, wenn das Ding näher gerollt kommt. Ja. Joa. Wenn ich das Ding wegrollen will.
Aber wir haben viel mehr Leben als die. So gesehen. Verdammt, die leben alle noch. Wir müssen natürlich alles sterben, ne? Hä? Die leben. Warum leben die? Fuck! Ich hab A gedrückt, Junge, das ist der ganze Betrug. Du Inkompetentes. Du musst leben bleiben, dann ist alles gut. Shit. Ja, wir haben gewonnen wegen Peach. Richtiger Ärger. Mein Bruder, den ich am Ende noch gegönnt hab, Junge, komm. Trittst du mir bald einen Klatsch auf mir? Nicht darum fummeln. Joa, aber trotzdem. Ich muss Glück haben, ob das die Trophäen auf uns gehen. Ich habe ja gar nicht okay, schön. Was? Wir müssen zwar wegen Trophäen, sonst haben wir erst ein kleines Problem. Okay, Junge. Wir brauchen einen Bonusstern. Nein, zwei. Keinen. Ja. Master verbündeten Bonus. Yes! Ich glaube, den bekommen wir, ne? Oder wer hat die richtigen Verbündeten? Ja, Junge, na, nix. So geil. Scheinbar war Luigi. Wunderbar. Was aber auch immer, aber joa. Joa. Dann hat er Fußmatten-Bonus. Der nein, Fußmatten- weil ich so oft über die getreten bin. Der Bonus hat der Spieler, der am häufigsten Stumpf-Opfer war. Ah, fuck. Na, boy, damit haben die jetzt aber gewonnen. Was hast du? Das ist ein Fußmattenbonus. Als ob ich gegen die verloren habe. Als ob es einen Fußmattenbonus gibt. Wegen dem Fußmattenbonus. Was? Du? Wegen deinem Fußmattenbonus. Das haben die absichtlich gemacht. Das haben die sowas von absichtlich gemacht. Fußmattenbonus. Das ist ja wohl das Lächerlichste. So, wir entscheiden, welches Team gewinnt, indem wir irgendwelche Drecksboni einführen. Alter, was ist das denn? Fußmattenbonus. Fußmann. Junge. Ja, Mann. Fußmattenbonus. Kommt den meisten Spiele gewonnen, ja. Ein Ereignisbonus, weil Fußmattenbonus. Wir hätten den am weitesten Felder gelaufen und so. Das sind alles Boni, für die sich kämpfen lohnt, dass ich den Fuß habe. Du musst das jetzt merken, Junge. Ja. Tja. Fußmattenbonus, Alter. Also, cool. Das war, glaube ich, das einzigste Speedgrid, was man das hier war. Ja, moin. Also, jetzt hin, Leute. Der Fußmattenbonus hat uns den Sieg gekostet. Ich glaube, ich nenne den Part einfach nur Fußmattenbonus. Damit sind kompetentes Weiterdrücken. Weil auch sonst. Fußmattenbonus. Ein Bonus, um die alle zu knechten. Joa. Aber in Gesamtstatistiken waren wir deutlich besser als die. Nur zum Schluss haben die halt aufgeholt. Also Leute, das war's dann soweit mit dir, Part. Teilen mit dem Fußmattenbonus. Wie kann man Fußmattenbonus meinen, dass man das. Weißt du, Junge, man kriegt Münzen, also sollte was Gutes sein. Und dann kriegen die Feinde einen Fußmattenbonus. Damit können man andere Spieler können, die es noch nicht hatten. So kommen laufen noch mehr über mich und dann kriegen wir am Ende den Fußbaden-Modus. So sieht's aus. Also, das war's. Der Fußbaden-Modus sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.